Und da bin ich schon online. Und das bin ich wirklich, denn ich bin wirklich online. Jetzt muss ich gerade noch, ich muss jetzt was gucken. Wieso geht das nicht weg? Ich dachte, das geht weg. Es ist weg. Okay. Welche Ziele gibt es denn? Wir machen jetzt noch ein kleines. Ah, es gibt nur Follower und Abonnements als Zieltyp. Ah, ich. Dann müssen wir jetzt erstmal ohne Ziel spielen, würde ich behaupten. Heute spielen wir ein bisschen Mario Kart. Bis Zap Zeit hat. Wir wollten nämlich um 8 Uhr mit Splatoon anfangen, aber da ich jetzt noch ein bisschen Zeit hatte und mir dachte, hey, ich könnte auch in der Zwischenzeit einfach ein bisschen mit euch streamen. Und ein Spiel wie Super Mario Kart bietet sich da an, da ich da zumindest ein bisschen was kann. Und es absolut egal ist, wenn wir mittendrin aufhören müssen, denn das Spiel hat keine Story. Dass der mir immer in den Weg. Alter, fahren muss. Gib mir Münzen. Ich brauche mehr Münzen. No, lalalala. Oh, das geht hier gar nicht. Ach Gott. Man kann ja gar kein Item an den Arsch hängen. Das habe ich sowas von vergessen. Oh mein Gott. Ich hoffe, der Sound ist okay. Denn ich weiß überhaupt nicht, wie diese Retro-Spiele auf der Switch soundtechnisch sich benehmen. Aber falls was ist, schreit einfach. Läuft mein Mikrofon überhaupt? Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Okay, mein Mikrofon läuft. Oh mein Gott, weil vorhin habe ich eine Aufnahme gemacht für ein Video und da habe ich das Mikrofon stumm geschaltet. Und jetzt hatte ich kurze Panik, dass, ja. Oh, kriegen wir noch den ersten Platz? Nein, ich habe mich zu. Oh, ich habe mich blamiert. Blamage. Absolute Blamage. Aber gut, das muss noch nichts heißen. Wir können immer noch den ersten Platz auf dem Treppchen. Ich sollte vielleicht auch noch einen Voice-Chat gehen, falls er reinkommt. Ich habe kurz weggeguckt, denn fahren und gleichzeitig Handy ist ein bisschen schwer. Oh mein Gott. Wir hätten auch eigentlich Mario Kart 8 Deluxe spielen können. Aber dafür hätte ich die Cartridge tauschen müssen in der Switch. Und darauf hatte ich ehrlich gesagt nicht so Lust. Deswegen dachte ich mir, ja komm, spielen wir Retro. Und dann habe ich erstmal gefühlt stundenlang bei den Retro-Spielen geguckt. Ja, was soll ich spielen? Und dann ist ja so viel Zeit vergangen, also eine halbe Stunde oder so, dass ich mir gedacht habe, okay, dann spiele ich lieber jetzt einfach mal Super Mario Kart. Das ist easy peasy jetzt so nebenbei gespielt. Und dann ist okay. Ah. Eine schwierige Kur. Oh, ich dachte, ich krieg Donkey Kong Junior noch abgeknallt. Nein, jetzt ist da der grüne Panzer. Das schießt mich, oder? Oh mein Gott, er hat mich nicht getroffen. Wir sind aus dem Gefahrenbereich raus. Und erster.
Okay, wir sind in der Gesamtwertung noch nicht Erster geworden. Ich, was heißt wir? Ich meine, ihr spielt ja nicht. Ich spiele. Darum gehört mir. Das ist einer meiner Lieblingsstrecken. Diese und die Teil 2. Die Teil 3 davon mag ich nicht so sehr. Die ist ein bisschen zu anspruchsvoll in meinen Augen. Und ich mag hier dieses Slide-Geräusch. Das ist so cool gemacht. So. So. Das ist voll cool. Ich weiß nicht. Dieses Slide-Geräusch ist irgendwie. Es hat was. Oh, ich bin dagegen geknallt. Ich bräuchte noch eine Münze für das Maximum on Speed. Da durfte ich jetzt auf keinen. Ich habe fast vor der Rampe auf den Sprungbutton gedrückt. Aber das darfst du nicht tun. Sonst. Nein, Donkey! Wieso tust du das? Was tust du denn da? Wie, ich habe den nicht getroffen mit dem. Hat er mir gerade Mittelfinger gezeigt? Jetzt ernsthaft? War das ein Mittelfinger? Soll ich den verkloppen fahren? Und boom, erster. Tatsächlich, das Spiel ist eigentlich bis 100 Kubik sehr gut handelbar. Jedoch in 150 ist das Spiel so viel schwerer, dass es einfach nicht mehr witzig ist. Hier, Bowsers. Die Bowser Castle sind halt so eklig. Die haben einfach nur so 90 Grad winklige Kurven und haben dann noch so eine Ecke nach innen. Achte da mal so drauf. Immer in den Innenkurven. Weißt du, so ein Viereck nach innen quasi. Aber wenn man da reinkommt, das ist absoluter, ja, Mario Kart Tod sozusagen. Oh, guck hier da. Da kann man so gut hängen bleiben. Alle Bowser-Level haben in Super Mario Kart Lava drumherum und diese Steine, die runterkommen. Und es gibt dann. Oh Gott. Dieses erste Bowser Castle ist echt ziemlich cool, weil mit diesen Turbo-Dingern baut man hier richtig Speed auf. Und es macht einfach Spaß zu fahren. Und die Steine sind hier zwar so ein bisschen im Hindernis und im Weg, aber es ist nicht so übertrieben wie den späteren. Oh, das war gerade ein bisschen wobbly mit Cooper. Oh, nein, 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 nein. Die späteren sind da halt echt nicht so nice. So mal sehen, was da passiert. Und das Ding ist halt tatsächlich, wenn man alleine gegen die Coms spielt, braucht eigentlich so wenig Items. Gut, vielleicht liegt das daran, dass ich eigentlich die meiste Zeit Erster bin und dadurch vielleicht nur Quatsch bekomme. Oder man auch nur einmal pro Runde überhaupt ein Item bekommt und nicht die meistens nicht einsetze, weil ich dann eh schon Erster bin und nicht irgendwie nach vorne versuche zu kommen. Aber so auch insgesamt, es ist. Es ist halt so ein Spiel, das nicht optimal ist, wenn wir ehrlich sind. Aber man muss hier halt auch echt fahren können. Wenn man nicht fahren kann, dann ist es super schwer. Und ich habe halt trotzdem mit dem Special Cup und mit 150 Kubik habe ich so meine Probleme. Und ja, und das, obwohl ich eigentlich noch, ich glaube, ganz gut Super Mario Kart fahren kann. Oh mein Gott, das war jetzt eigentlich nicht so geplant, aber okay. Ich kann damit leben. Ah, ich weiß noch, wie schwierig das überhaupt war, hier reinzukommen in das Spiel. Ich habe das mal als Kind bekommen. Und es hat so ewig gebraucht, bis ich mit der Steuerung so richtig klar kam und nicht die ganze Zeit hin und her gewobbelt bin. Ich bin irgendwie dann. Ich muss gleich eine Stelle finden. Bin die ganze Zeit dann irgendwie so gefahren.
Die ganze Zeit hin und her und irgendwie, ich konnte das überhaupt nicht so steuern, bis ich das mit diesem Driften hier kapiert habe. Oh, das ist auch noch mal länger vorbeigegangen. Und bis ich es dann zum ersten Mal richtig durchgespielt habe, oh mein Gott, ist dann noch mal mehr Zeit vergangen. Das sind halt echt schwere Spiele gewesen teilweise. Ich meine, Super Mario World war nicht so schwierig tatsächlich, das habe ich dann geschafft in dem Alter. Wenn ich es mir mal ausgeliehen hatte vom Freund. Oh, eine Banane. So, gucken wir mal. Ah, jetzt habe ich vergessen zu gucken, ob der Donkey Kong Junior einem den Mittelfinger zeigt. Das ist eigentlich eine Sache, die wir herausfinden wollten. Ah, voll vergessen. Und wir gehen auf Siegertreppchen. Mit 39 Punkten, yeah. Eigentlich sind 45 Punkte Maximum, die man bekommen kann. Weil du kriegst immer 9 Punkte für den Platz 1 und 5 mal Platz 1 wäre dann 45. Aber das hat am Anfang nicht so ganz geklappt, weil ich ja die erste Strecke verkackt hatte. Und dann muss man da ein bisschen erst sich nach oben arbeiten, sozusagen, und mit weniger Punkten aus der Saison gehen. Ich kann da tatsächlich aber auch nur mit Koopa Troopa umgehen. Nehmen wir mal direkt einen Star Cup. Denn ich weiß jetzt nicht, wie lange noch. Okay, haben jetzt nicht ganz Viertel. Das war sogar die erste Strecke, die ich überhaupt gefahren hatte in dem Spiel. Ich weiß nicht, ich habe direkt Star Cup gewählt und bin dann hier gefahren. Und ich habe einen grünen Panzer, mit dem ich schießen kann. Und da fährt niemand dran. Wie schade ist das denn, verdammt. Ich hab jetzt noch einen grünen Panzer hier. Mal sehen, ob da jetzt einer dran fährt. Scheinbar nicht so. Oh doch, wie ein Pferd. Das Gemeine an dieser Strecke ist halt, durch diese ganzen Wasserabschnitte hier verliert man Geschwindigkeit. Das heißt, oh, egal. Oh, gib Gas, gib Gas, gib Gas, gib Gas. Jawohl. Egal wie gut man fahren kann, man wird immer ausgebremst, weil das Wasser einen ab ausbremst. Diese Kurve, so. Oh nein, nicht in die Piranha Plants. Bitte. Okay, der ist am Ausrasten, der Luigi. Boy. Oh, ich bin aus Versehen in den Schokosumpf gefahren. Bisschen weniger Sumpf als in die Schokoraspeln, die einen ausbremsen, weil die in den Reifen hängen bleiben. Ja, doch bleiben. Oh, jo, wie knapp ist an ihm vorbeigefahren. Nein, Leute. Ja, Mario, hör auf damit. Jo. Ja, genau. Das war ein sehr kurzer Stern. Aber die Strecken sind ja auch relativ kurz, so von daher.
würde ich sagen, ist es schon irgendwo angemessen. Schaffe ich noch den ersten Platz? Es wird knapp. Wenn ich nicht gegen ihn fahre, nein. Schade. Schade, 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 Schokolade. Jetzt sind wir gleich schon mit Luigi. Ekelhaft sowas. Ekelhaft einfach nur. Jupp. Yep. Oh, die Strecke ist fürchterlich. Das muss man so dazu sagen. Oh, oh, ich versuche hier erstmal mich durchzusneaken. Ja, als ob die Gegner, die müssen noch diese Eisteile kaputt machen, weißt du? Und du willst mir sagen, die bleiben da nicht dran hängen? Oh, was ist da jetzt passiert? Hä? Wieso bin ich so weggerutscht? Das ist mir noch nie passiert im Originalspiel. Hä? Oh, diese Kurve hier am Ende ist... Oh mein Gott. Weißt du, da sage ich noch bei dem anderen Cup, ja, ich kann Mario Kart eigentlich ganz gut fahren. Und jetzt mache ich hier so einen Quatsch. Und ich finde es sehr angenehm, wie die nicht gegen meinen Panzer fahren, sondern ganz knapp links dran vorbei. Das ist halt das Problem in diesem Spiel, dass die Computergegner... Oh. Nein, 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 dass die Computergegner eine vorgefertigte Strecke haben. Die fahren alle die gleiche vor allem. Oder ziemlich die gleiche. Und man muss in diesem Spiel Rennen gewinnen. Also man muss unter den ersten vier sein, um weiterzukommen im Renngeschehen. Und das ist eigentlich so stupid, weil du kriegst dann einfach keine Punkte, weißt du? Ich verstehe nicht, wieso man sich das so gedacht hat, dass das irgendwie sinnvoll wäre. Bei allen anderen Mario Karts, die dann später kamen, ist das ja auch kein Problem, mal ein Match zu ein Rennen zu verlieren. Und dann kriegt man halt weniger Punkte und dann muss man halt gucken, ob man im nächsten Rennen irgendwie Erster wird oder sowas. Aber nein, hier musst du... Oh mein Gott. Perfekt fahren quasi. Oh, die Banane habe ich sehr schlecht platziert. Da wird niemand drüber fahren, außer ich selbst höchstens. Oh, roter Panzer. Der ist gut. Oh, nein, 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 nein. Ich behalte mal den roten Panzer. Jawohl, Erster. Ich weiß noch, das hatte mich, ich glaube, war das im 150 Kubik Cup? Ja, in 150 Kubik. Ah, da gab es so bestimmte Strecken, die haben mich so kaputt gemacht immer. Das hier war eine davon. Das ist das Gemeine, diese Bowser-Strecken kommen immer an vierter Stelle, wenn ich mich nicht irre. Oh mein Gott. Und ich habe hier immer alle meine Leben liegen gelassen. Oder sehr häufig. Weil einfach in 150 Kubik ist das Spiel echt nicht mehr fun. Ja, wir können mal gleich in 150 Kubik von mir aus reinschauen, weil es zeitlich gleich noch klappt, weil ich weiß nicht genau, wann Zap auftaucht. Jo, mein eine Reifen war doch hier auf dem Beschleunigungsstreifen. Oh, nice, nice, nice. Oh, geh weg, Luigi, geh weg, Luigi, geh weg, Luigi, bitte. Lass mich in Ruhe. Ich möchte nur hier ein bisschen fahren.
Ja, das ist so gemein. Mit diesen Steinen, by the way. Manchmal kann es das passieren, dass halt alle vier gleichzeitig unten sind und man nicht durchkommt. Und die Gegner, die können einfach durch diese Steine hindurchglitschen. Was soll das? Was haben die sich dabei gedacht bei Nintendo damals? Miyamoto, was habt ihr gesoffen? Also, man muss es tatsächlich fast schon so sagen, die Fork. Boah, ich habe mich fast selbst gesniped. Die Gegner in diesem Spiel sind einfach nur Cheater. Luigi kann die ganze Zeit seinen blöden Stern einsetzen, genau wie Mario. Und muss dafür nicht über diese Itemfelder fahren. Ganz knapp. Oh mein Gott. Oh, shiddly boop. Wie knapp war das bitte von der Zeit? Oh mein Gott. Ich habe ein Leben bekommen. Yay. So, wir gucken jetzt gleich meine Zeit und die von Luigi. Oh mein Gott, das war echt nicht mehr viel, was da gefehlt hat. Diese 15, keine Ahnung, ist das Millisekunden oder was? Oder Hundertstel? Weiß der Geier, was für eine Einheit das sein soll. Aber waren nur 15 und das ist nicht viel, denn das waren nur Bruchteile einer Sekunde. Und ich wollte mir eigentlich gerade Trinken einschütten. Okay, jetzt muss ich hier mit einer offenen Flasche auf dem Tisch hier fahren. Das ist sehr unangenehm. Es gibt nichts, wovor ich mehr Angst habe, als vor offenen Flaschen. Okay, vielleicht habe ich doch mehr Angst vor anderen Dingen, aber jetzt gerade in diesem Moment ist meine größte Sorge diese offene Flasche auf meinem Tisch. Weil, sind wir ehrlich, eine Flasche kippt gerne um. Erst recht, wenn sie offen ist. Das ist Murphy's Law. Und Murphy's Law ist eigentlich, setzt es ziemlich immer ein, wenn man es nicht braucht. Kennt man ja. Entschuldigt bitte meinen Husten, ich kann da echt nichts gegen tun aktuell. Oh, Luigi. Guck mal, wie lang sein Stern geht. Mein Stern hätte schon dreimal aufgehört, wenn ich einen gehabt hätte. Was sollen diese eigentlich Röhren mitten auf der Rennstrecke, Alter? Sind die... Ist das irgendwie so... Suicide-mäßig? Oder wie muss ich das verstehen? Ich meine, das kann man ja schon nicht mal als Schikane gelten lassen, oder? Und irgendwie hat man gerade so ein bisschen gesehen, dass die Röhren nur so 2D-Objekte sind. Irgendwie... Als Kind habe ich das nicht wahrgenommen. Für mich sah das, also als Kind für mich war dieses Spiel einfach sowas von 3D. Aber es ist ja wirklich nur ein 2D-Spiel. Und der 3D-Effekt wird ja durch zwei Sachen hervorgerufen. Einmal durch diesen Mode 7-Effekt, dass diese Layers sich bewegen können. Und andererseits zum Beispiel durch diese Röhren, die eigentlich nur Sprites sind, die sich dann aber halt immer so drehen, dass man die halt immer quasi von vorne sieht. Oh mein Gott. Oh, geweckt. Oh. Und halt durch die Skalierung des Fahrersprites. Ah, wäre die Strecke ein bisschen länger gewesen, hätte ich es noch geschafft. Ein kleines bisschen mehr oder nur höchstens eine Runde mehr, dann... Aber ich müsste eigentlich in der Gesamtwertung trotzdem Erster bleiben. Oder haben wir gleich... Ich habe schon wieder mit 39 Punkten. Mein Gott, ich habe es irgendwie mit dieser 39 aktuell. Gut, wir gucken uns jetzt gleich noch einen 150 Kubik Cup an, der absolut schwierig sein wird. Ich weiß auch noch nicht genau. Ja, wahrscheinlich nehmen wir einfach den zweiten Cup, dann nur diesen Flower Cup. Ich sollte aufhören zu verlernen, wie man trinkt aus Gläsern. Und dann taucht Zap hoffentlich bald auf. Ich meine, wir haben schon 5 vor 8. Er wollte gegen 8 mit mir spielen. Oh, wie man sieht, habe ich hier ja noch nicht alles freigespielt. Wir können jetzt mal den Special Cup angucken, weil der ist so hardcore hart, dass wir den nicht schaffen werden, bevor Zap kommt. Diese Strecke gibt es zum Beispiel bei Mario Kart 8 Deluxe. Nur so als Fun Fact für euch. Oh, jo, wow. Piraten haben's gut.
Geh doch. Ja, Todi gibt. Oh nein, Monty! Mein Gott. Okay, erste Runde ist vorbei und ich konnte nichts an. An Positionen gut machen. So, jetzt probieren wir hier mal ein bisschen. Oh, vor. Wie das geschleudert auch wurde, das Kart. Da ging diese Mauer. Diese Strecke ist so schwer zu fahren, weil die so rund ist, in Anführungszeichen. Und so eng. Wenn man ständig dann in dieses Gras. Ach, Alter, diese blöden Montys. What the fuck? Ich muss auch zugeben, ich weiß nicht hundertprozentig, wie man diese Strecken in Super Mario Kart korrekt. Fuck. Ich wusste jetzt, die war zu früh. Wie man diese Strecke hundertprozentig in diesem Spiel fährt, weil. Wie man sieht, das Streckendesign ist halt echt nicht auf diese Fahrphysik ausgelegt. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Oh, ich bin fast abgesoffen. Auf der Stelle drehen. Das Gute ist jetzt aber, wenn wir jetzt gleich das, die Strecke gleich neu starten, starten wir zumindest vom 6. Platz. Das heißt, wir haben uns in einem Rennen vom 8. auf den 6. Platz vorgefahren. Das bedeutet, der Start wird jetzt im nächsten Rennen vielleicht ein bisschen einfacher. Och, komm. Ernsthaft, Donkey Kong Jr., musste das sein? Musstest du gegen mich fahren? Nein, 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 nicht ins Wasser. Und Leute sagen, F-Zero sei schwer für Super Nintendo. Ich bin mir nicht sicher, ob man diese Halbwahrheiten so stehen lassen kann. Also 150 Kubik und Special Cup, das ist. Das ist, wie soll ich sagen? Das ist so ein bisschen das Dark Souls unter den Mario Karts. Oh, kein Monty. Das ist schon mal positiv. So, wir sind erst gerade mal auf minus ein Platz im Verhältnis zu eben. Unangenehm, ja. Unmöglich noch. Wenigstens bis auf den 4. zu kommen, hätte ich gesagt, nein. Boom. The Red Shell. Auf dich ist Verlass. Okay, Turbopilz hätte ich jetzt nicht unbedingt gewollt. Ich bin fast absichtlich eigentlich ins Gras gefahren, weil ich mir gedacht... Oh mein Gott, geh weg. Weil ich mir dachte... Dass wenn ich... Oh, 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 oh. Oh, Zap kommt in Splatoon online. Okay, das heißt, bedeutet, wir können gleich zu ihm wechseln, quasi. Ach ja. Okay, das heißt, wir tauschen zu Splatoon. Das heißt, ich bearbeite die Stream-Info mal. Splatoon 2, bitte. Ja, schauen wir mal, wenn er reinkommt. Ich stream jetzt ziemlich genau eine halbe Stunde. Das ist interessant. So, ich muss mir jetzt aber gleich noch Food bestellen. Das machen wir gleich. Ich überlege gerade, ob ich den Stream dafür einfach ein bisschen ausmache. Ich glaube, das wäre sinnvoll, weil dann bestelle ich kurz Essen, laber kurz mit Zap und dann starten wir durch mit Splatoon. Also bis gleich.